Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Saphir. Im letzten Part wurden wir von Team Aqua angegriffen. Oder vielmehr haben wir Team Aqua angegriffen, während sie im Ozeanmuseum Captain Brick angegriffen haben. Also haben wir sie angegriffen, die einen anderen angegriffen haben tun. So, er will sein Ding schaukeln, wir schaukeln was anderes. Nämlich diesen Kampf mit dem Team Aqua Rüpel, der immer noch keinen Namen hat. Und ein Zubat hat. Hallo Zubat. Na, wie geht's? Ich hab meinen Shroomie. Kennst du Shroomie? Oh, Zigzags hat schon wieder ein Item. Wundertoll. Ach, nee. Also, nennt euer Zigzags die VM-Bitch und die Bitch gibt euch alles, was ihr wollt. Was? Egal. So, jetzt konfusieren wir dich mal. Du saugst uns aus, was ich nicht so toll finde. Aber egal. Wuhu. Ja, ist gut. Miu. Bam. Das macht ihn natürlich nicht kaputt. Ach nee. Ey, jetzt hör mal auf. Saiko, los. Mach was. Sei nützlich. Ich muss überlegen, wo gibt's denn nochmal den EP-Teil? Den könnte man richtig schön gebrauchen. Wupp, als nächstes wird Kanivana. Werde ich das Pokémon wechseln, aber sicher werde ich das. Mir fällt ein, mit Shroomie haben wir beim nächsten Rivalenkampf echt gute Karten. Wunderbar. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ach komm, heilen wir uns mal und saugen den aus. Ja. Senkt meine Verteidigung, bringt dir nix. Ich saug und nuckel an dir rum und du bist tot. Oder auch nicht. Dafür sind wir wieder voll. Haha. Du bist zwar schnell, aber wir sind besser. Ich wollte eigentlich irgendwas auf schneller reimen, aber das ist mir jetzt nicht so eingefallen. So, und ein Level Up für Shroomie. Wunderschön. Da bist du wenigstens zu etwas Nutze, Team Aquarüpel. So, wundertoll. Du. Was? Ich habe auch verloren. Ja, du bist halt scheiße. Und ich bin gut. Und nun, wenn wir ein Stück nicht bekommen, können wir uns auf etwas gefasst machen. Oh, ich hätte nicht damit gerechnet, dass ein nervtes Kind meine Nerven nervt. Was? Haha, wie cool. Ich bin gekommen, um zu sehen, warum ihr so lange braucht. Und was sehe ich? Ihr Idioten, lasst euch von einem kleinen Kind die Suppe versalzen. Ich bin Adrian von Team Aqua. Kannst du mir verraten, warum du dich in die ehrbaren Pläne von Team Aqua einmischst? Pokémon, Menschen, alles Leben basiert auf den Kräften des Meeres. Daher setzt Team Aqua sich für die Ausweitung des Meeres ein. Meinst du nicht auch, dass wir uns eine großartige Aufgabe gestellt haben? Du bist wahrscheinlich noch zu klein. Du kannst unsere Ideale einfach noch nicht verstehen. Aber wenn du dich jemals wieder gegen uns stellst, wirst du die Konsequenz zu spüren bekommen. Das ist eine Warnung. Leb wohl. Phew. Mein Gott. Du bist Momo. Wow, das war eine kritische Situation. Danke, dass du uns gerettet hast. Oh, fast hätte ich vergessen, dass du uns die Teile von Devon gebracht hast. Die ich auch eigentlich in der Werft hätte lassen können. Dann hätte uns keiner geklaut, aber ist egal. Hoppla, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Wir müssen so schnell wie möglich zur Expedition zum Meeresgrund. Danke und entschuldige mich nun. Nett. Wir haben noch nicht mal was bekommen. Und mussten 50 Poké-Dollar bezahlen. Arschloch. Ach nee, aber ich helfe ja gern. Ich bin ja ein ehrenwerter Trainer. Ich werde ja auch noch die Welt verändern. Gab's da nicht mal so ein Lied? Keine Ahnung. Ich werde die Welt verändern, na 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 na. Ha, schön. Heil meine Pokémon. Und gib sie mir wieder. Sind wieder topfit. So, was wollten wir denn jetzt eigentlich? Was wollte ich außer den Hyperheiler zu nehmen? Achso, wir wollten die optionale Sprudel-Side-Quest am Strand machen. Das heißt, wir holen uns jetzt mal Sprudel. Oh, lecker Sprudel. Apropos Sprudel, ich habe hier auch Sprudel. Ich mag Sprudel. Aber Sprudel ist eigentlich ein lustiges Wort. Ich werde dir zeigen, wie toll meine Pokémon sind, aber hol bloß nicht los. Ja, hast gedacht, ne? Ich gib's dir richtig. Und warum ist ein Sprite mit braunen Haaren, aber du hast hier blaue oder schwarze Haare? Ha. Azurill. Hallo, Azurill. Haha. Kennst du den schon? Fress meine Samen. Also,
Zweideutig. Wer doppelt denkt, hat doppelt Spaß. Oh, hast du mich lieb? Oh, das ist aber süß. Saugen wir dich mal aus, wenn du uns so lieb hast. Erst besahm ich dich und dann sauge ich an dir rum. Ha, schön. Pokémon. Pokémon ist so ein tolles Spiel. Ab 6 Jahre. Oder 0? Ab 6, oder? Keine Ahnung. Fällt gerade auf, ist das auf den Pokémon-Verpackungen eigentlich noch dieses fette, ab so und so viel Jahren Schild? Weiß ich gar nicht. Vielleicht weiß ich deswegen nicht, ab wie viel Jahren Pokémon ist. Ab 6 oder ab 0? Merkwürdig. Muss ich mal gucken. Das interessiert mich jetzt irgendwie. Leider habe ich es nicht griffbereit. Egal. Erstmal besamen wir das Meryl. Apropos Mineralwasser, ich hätte es nicht trinken sollen. Oh. Ich hasse das. So. Oh nein, ich habe nicht gerülpst. Ich habe auch nichts weggeschnitten. Also wenn ich richtig fett ins Mikro rülpsen würde, dann würde ich es wahrscheinlich wegschneiden. Wobei, naja, ich bin ja immer noch der Meinung, bei Let's Plays kommt es darauf an, das ersetzt halt eben dieses typische, hey, ich gehe am Samstag um 10 Uhr zu meinem Nachbar rüber und wir zocken zusammen. So ist es zum Beispiel für mich. Ich mag, das ist das, was mich zu dem Let's Playen getrieben hat. Ich mag diesen Ersatz. Man kann so viele Leute erreichen mit irgendwelchen Videospielen, die man früher mal gespielt hat oder die aktuell sind und man zusammen. Heutzutage ist es ja so, man hat nicht mehr so viel Zeit, dass man mit Freunden wirklich jeden Tag zocken kann und weiß ich nicht, jede Minute am Tag zocken kann und so ein Mist. Und weiß ich nicht, das ersetzt das für mich. Deswegen mache ich das, um so viele Leute wie möglich zu entertainen. Um Spiele zu spielen, die ich schon gespielt habe und einfach gut finde. Um Spiele zu spielen, die ich noch nicht gespielt habe, aber bestimmt dann auch cool finden wird. Oder um irgendwelche Spiele zu spielen, die totaler Rand sind, aber man einmal im Leben spielen muss. Zumindest anspielen. Wie zum Beispiel Sonic 06. Aber dieses Spiel werde ich nie wieder anspielen. Ich mag dieses Spiel nicht. Ich hab's gespielt und ich kann erkennen, dass man es spielen könnte, aber weiß ich nicht. Das ist so ein Ranz. Ich mag Sonic 06 nicht. Mögt ihr Sonic 06? Ich mag es nicht. Da spiele ich lieber Sonic Adventure 2. So, zurück zu Pokémon. Hier in dieser Strandhütte gibt es eben diesen Sprudel. Und ganz viele Trainer. Und wenn wir alle Trainer besiegt haben, dann bekommen wir eben diesen Sprudel, ein Sixpack Sprudel geschenkt und können dann, weiß ich nicht, abziehen. Später gibt es noch so Getränkeautomaten, wo man noch andere Sachen kaufen kann, aber für jetzt ist Sprudel eigentlich eine günstige Alternative zu Supertränken. Was mich fragen lässt, warum ich im letzten Part zwei Supertränke gekauft habe, warum habe ich nicht hinter die Sprudels gekauft? Sprudels? Sprudel? Ein Sprudel? Viele Sprudel? Keine Ahnung. So, apropos Sprudel. Benutzt einen Supertrank. Ja, was das mit Sprudel zu tun hat? Haha. Das kann ich euch auch nicht sagen. So, hallo Dickerchen. Wenn du Lust auf einen Eisenkampf auf hoher See hast, findest du keinen loyalen Trainer als mich. Wir sind aber nicht auf hoher See, du Idiot. Apropos. Scheiße, ich hab nix, worauf ich mich beziehen kann mit apropos. Parts. Ja, hab zwar nix, worauf ich mich beziehe, aber apropos Parts. Die Parts werde ich jetzt, jetzt mache ich eigentlich schon immer zwischen 15 und 20 Minuten packen. Aber ich werde gucken, dass wenn es nicht 20 Minuten sein muss, dann werde ich es wahrscheinlich auch nicht zu 20 Minuten Parts hier in Pokémon machen, weil ich glaube, Pokémon, das nimmt man besser auf in kleinen Dosen. Also Dosen im Sinne von Dosis und nicht von Pokémon packt man nicht in Pokébälle, sondern in kleine Dosen. Nein, was wollte ich? Verdammt,
deswegen gucke ich, dass ich die 15-Minuten-Marke nicht unterschreite, aber so über 15 Minuten sind okay. Weil dann mache ich eine Stunde Aufnahme in 4 Parts und dann BÄM! Hab da 4 Parts. Und dann werde ich wahrscheinlich so machen, dass dann immer 2 Parts pro Woche kommen können, weil, weiß nicht, das kommt gut. Das kommt, glaube ich, gut an. Ich meine, das wäre dann pro Woche. Na gut, ich bin ja. Ja, ich rede mit mir selber und denke nach und ihr hört nicht, was ich denke, deswegen höre ich mich an wie so ein Vollspacko, aber egal. Ich denke mir halt. Was denke ich mir? Ich denke mir halt, wenn ich die Parts etwas kürzer mache, immer, dann kann ich auch mehr Parts quasi in kürzerer Zeit produzieren, was irgendwie total keinen Sinn macht. Doch so halb. Also wenn ich eine Stunde aufnehme, kann ich das in 4 Parts statt 3 Parts machen. Und ja, ich werde wahrscheinlich eh nicht lange dabei bleiben, dass ich sage, hey yo, wir machen einfach mal nur ein Part pro Woche, sondern ich versuche so schnell wie möglich wieder einen gescheiten Plan für Uploads zu packen. Also Parts kommen ja aktuell immer so donnerstags, freitags im 17 Uhr Bereich. Ja, und ich halte mich nicht. Warum benutze ich Glut? Ich halte mich irgendwie ungern an meine eigenen Pläne und will so schnell wie möglich gucken, dass ich so gut wie es geht Zeit bekomme, um dann richtig viel aufzunehmen. Und dann kommt wieder, weiß ich nicht, mehr von mir. Auch andere Projekte. Punch-Out muss ich halt immer noch den 4. Part aufnehmen. Der mir ja kaputt gegangen ist, weil meine tolle Festplatte meinte, hey, na, die ganzen Tage ging ich, aber jetzt macht's Bang. Und dann, ja. So, 6 Flaschen Sprudel. Wunderschön. Und jetzt können wir, glaube ich, jederzeit Sprudel kaufen, oder? 300 pro Flasche. Kauf doch welchen. So, wir holen uns jetzt mal noch 4 Stück. Und anstatt die uns einfach aussuchen lassen, wie viel Sprudel man kaufen will, gibt man uns immer einzelnen Sprudel. Was ich irgendwie scheiße finde. Aber ich glaube, das ist dafür, um zu machen, dass Leute extra hier vorbeilaufen und sagen, weißt du was, bevor ich die Zeit verschwende, ich habe keine Zeit, kaufe ich mir lieber doch die Supertränke, die teurer sind. Das ist ja doch irgendwie so ein Zeichen der realen Welt. Also heutzutage, die Leute, die sitzen ja auch eher zu Hause, bestellen bei Amazon, wo es vielleicht massig teurer ist, anstatt mal irgendwie durch die Gegend zu laufen und zu gucken, hey, wenn ich mir das Spiel hole, vielleicht kriege ich das ja beim GameStop für einen Zehner günstiger als wie im Internet oder bei Saturn, weil alle wollen ja Technik und weiß ich nicht. Die Leute gehen immer mehr ins Internet und gucken nicht mehr so in ihren kleinen Lädchen. Ich hole ja oder bestelle meine Spiele ja meistens auch auf Amazon. Und ja, das nervt mich manchmal sogar schon selber. Ich habe zum Beispiel einen kleineren Laden, der auch Handysachen und so ein Shit verkauft. Und der hat auch des Öfteren mal ganz tolle Schnapper. Und weil ich ja auch gut mit dem Ladenbesitzer eigentlich recht gut klarkomme, kann man da durchaus schon mal einen gescheiten Rabatt raushauen. Also, oder auch mal so etwas in Anführungszeichen seltenere Schnapper. Ich habe zum Beispiel Zelda Twilight Princess für den GameCube, habe ich echt lange gesucht. Und als er das dann im Schaufenster hatte für wie viel? 15 Euro statt im Internet irgendwie für 50 bis 100, habe ich mir gedacht, ja, nehmen wir mit. Und ja, so Retro-Konsolen-Sachen sind ja sowieso immer teurer. Also alte Spiele. Noch nimmer alte Spiele, auch so Sachen, aktuelle Spiele, bei denen die Nachfrage hoch ist, die sind ruckzuck teuer. Das ist halt, na, ist halt scheiße. Und wenn man dann wirklich in so einen kleineren Laden geht, mit dem man dann auch mit den Leuten, die da arbeiten, reden kann, dann
dann hilft sowas auch, Geld zu sparen. Ich meine, bei einem Saturn kann man nicht einfach hingehen und sagen, jo, Junge, du räumst hier die Regale ein, komm, wir sind Freunde und dann gibst du mir mal einen Rabatt. Das geht ja nicht, aber bei so kleineren Läden, wenn man da gut mit den Leuten klarkommt, das hilft schon, also. Ich brauchte ja auch zum Beispiel nur mit meinem DS oder 3DS reingehen, ich hole den aus der Tasche und der macht mir da direkt für ein Apfel und ein Ei da die komischen Folien drauf. Ohne schöne Blasen, ohne nix, ohne alles, habe ich dann die tolle Folie drauf und meistens muss ich dann sogar nichts bezahlen, weil er einfach sagt, komm, die Folie habe ich en masse hier, will eh keiner haben, so nach dem Motto, kannst du haben. Oder dieses typische Feilschen. Jo, ich habe hier ein Spiel, ich gebe dir einen 10er, ja, mach 15 draus, ja, dann gebe ich dir 12. Sind alles so wunderschöne Sachen. Apropos wunderschöne Sachen, ich muss mir da mal Metroid holen. Da hatte er letztens Metroid, als ich beim letzten Mal da war, vor 2 Monaten. Aber es war Other M. Was eigentlich gar nicht mal so schlecht ist, so von dem, was ich gesehen habe. Ich muss es wirklich selber mal spielen. Was heutzutage auch selten ist, dass ich wirklich mal ein Spiel selber spiele, weil heutzutage haben die Menschen kaum Zeit mehr. Egal, ob es jetzt wegen Schule ist oder privatem Stress, gesundheitlich oder einfach Faulheit. Menschen haben immer weniger Zeit. Und die Zeit ist brauchbar. Daran gehen auch die ganzen Jugendlichen oftmals kaputt, weil die können eben keinen gescheiten Zeitplan erarbeiten und ja, ne. Ich rede hier in Pokémon-Parts, wo es eigentlich darum geht, dass ich kleine Monster einfach nur mit knuffigen Attacken bashen, rede ich über irgendwelche tiefgründigen Themen und Menschen und, ach. Im nächsten Part reden wir dann über Barack Obama, den Papst und keine Ahnung was. Nein, natürlich nicht. Ich bin nicht religiös, also. Ich wollte nicht über so einen Scheiß reden, aber. Ich bin nicht religiös. Ich sag. Ja doch, wenn ich sage, ich bin nicht religiös, dann glaube ich nicht an Gott. Es gibt keinen Gott. Ich bin Gott. Ja gut, das geht ja von manchen Religionen aus, dass man das auch nicht sagen darf. Also, Entwarnung, Leute, das war ein Scherz. Das war jetzt ein Scherz. Sarkasmus, Scherz. Wie man es nimmt und so. Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Außer, dass ich Gott gleich bin. Ja, wenn ich sage, ich bin Gott gleich, bin ich ja nicht Gott. Ich bin nur gleich gut wie Gott. Ach, keine Ahnung. Ach nee, schön. Und ich sehe schon, ich habe wieder meine eigene Regel missachtet. Wenn es nicht 20 Minuten lang dauern soll, dann geht's auch keine 20 Minuten. So. Dann geht's halt ein bisschen länger dieses Mal als wie die 15 Minuten. Und ich bin der Momo, hinterlasst mir was Schönes und bis dann!